Schwerin, seid ihr bereit hier in Schwerin für die Stadtwende? Wir brauchen euch alle. Sehr gut. Also zusammen. 5, 4, 3, 2, 1. Ab geht's. 8 Minuten 50 sind zu absolvieren für unsere Sportlerinnen und Sportler, die Peter-Männchen-Fähre hier auf dem Weg zum Ufer zu bringen. Es scheint aber noch ein bisschen ruhig zu sein dort auf dem Boot. Oder sie gehen ganz langsam an. Auf jeden Fall haben wir gerade versucht, mit Funkkontakt das Startzeichen zu geben. Aber vielleicht haben Sie es auch gehört. Chris, vielen Dank erstmal dafür. Ja, ich sage ja, egal wie das ausgeht, 8:49 schaffen Sie. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Das ist normal. Jetzt muss ich an die Video gucken. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, das Pfaffenteich, meine Damen und Herren. Ich möchte euch alle mal hören hier in Schwerin. Wo ist Schwerin? Wo sind die Urlauber? Wo sind die Gäste? 8 Minuten 50. Ich habe mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt vor 10 Sekunden gestartet. Der Chris hat mitgestoppt. Da sind wir also mal ganz gespannt. Kann ich aber ganz schnell mal mit unseren Sportlerinnen und Sportlern Brandenburg weitermachen. Der Ronny Keil, auch er Weltmeister, Vize-Weltmeister und Bronzemedaillengewinner bei Weltmeisterschaften in Brandenburg. Markus Zierke, mehrfacher Titel- und Medaillengewinner im Jugendnationalteam. Als Zehnten im Team, ich muss ein bisschen umblättern, entschuldigen Sie, Oliver Bartnicki, aus dem Judo kommt er, 12 Jahre lang in der Nationalmannschaft unterwegs gewesen, Europacup-Sieger, also werden auf jeden Fall was auf dem Kasten. Peter Müller kommt ebenfalls von Drachenboot, 3-mal einen 3. Platz bei den Club-Weltmeisterschaften gewonnen. Reik Neumann als 12. im Team, kommt vom Kanu-Rennsport, mehrmaliger deutscher Meister. Auch er mit Sicherheit. Schauen Sie mal, wie schnell die hier rüberkommt. Du musst dich ein bisschen in die Beine vorstellen, der Sportler, weil wir machen ein verdammtes Tempo drauf. Als 60er unterstützt sie doch mal ein bisschen nach Schwerin. Ich höre es nicht. Unterstützung. Dirk Oschetzke, auch er kommt aus dem Kanu-Rennsport. Dann haben wir Michael Schinkel vom Drachenboot, mehrfacher Welt- und Europameister. Christian Schinkel, auch er kommt vom Drachenboot-Sport. Dann haben wir Tino Hübener, auch er kommt aus dem Drachensport, 3-mal 3. Platz bei der Club-WM. Und jetzt sind es nur noch die letzten Meter. Tommy Bendel ist auch mit an Bord, 8. Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Und natürlich Andreas Dittmer, unser dreifacher Olympiasieger aus Neubrandenburg. Meine Damen und Herren, jetzt Schwerin, Sie haben es gleich geschafft. Wo sind wir hier am Ufer? Wir brauchen Unterstützung. Nochmal volle Feuerbollen. Sind auch fast so schnell wie die anderen ohne Boot hinten. Das gibt's ja gar nicht. Da sind sie im Ziel. Die Zeit ist. Ja, das glaube ich nicht. Und dann 2 Minuten. Riesen Applaus hier in Schwerin. Die anderen brauchen 1 Minute. Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht. Strecke weg zum Ball. Einen riesen Applaus für unsere Stadtwette. Also das Ding ist locker durch die Bühne gegangen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Stadtvertreter auf der Peter-Männchen-Fähre machen werden. Ui, haben die gesagt. Ja, die können eigentlich auch mal in den Bach springen. Also, wir erwarten jetzt unsere Drachenboot-Sportler hier am Steg. Und irgendwie ist mir das doch ein bisschen zu ruhig hier. Können wir doch mal alle klatschen hier in Schwerin? Also, wir haben hier einen Applaus wirklich verdient, die 20 Sportler. Und die Stadtvertreter, die stehen immer noch auf der Abschweiße. So schnell waren die noch nie mit der Peter-Männchen-Fähre unterwegs, glaube ich. Ey, eine Güte. Ja, eine Überfahrt, die dauert normalerweise länger. So, und jetzt kommen Sie hier direkt an der Uferpromenade, meine Damen und Herren, nochmal einen riesen Applaus, die Gewinner der Stadtwette! Unsere Weltmeister, Europameister, jetzt hätte ich beinahe DDR-Meister gesagt, deutschen Meister natürlich auch. Also wie die raus sind, hätte ich da echt Lust, nochmal die Wasserski rauszuholen. Mit den Jungs würde das sogar funktionieren. So, ganz schnell. Wow, eine kleine Kaffeepause. So, und jetzt ist es schon mal. Das gibt doch mal einen Applaus. Wahnsinn, wie gleichmäßig.